Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Der europäische Landbote, das Buch, über das wir heute reden wollen, ist erstmal ein proeuropäisches Pamphlet. Und ich glaube, eine seiner vielen originellen Wolten liegt darin, dass die Figur des sozusagen Temperaments, des sich auch durchaus in Rage redens und schreibens, des sich Ärgerns, hier einmal proeuropäisch gewendet wird, weil die Wut, die ja auch im Untertitel des Buches erwähnt wird, die Wut, der Ärger und das Temperament normalerweise mal auf der Seite der anderen liegen, nämlich auf der Seite der Europagegner. Wenn man das nun kombiniert mit dem eigentlichen Thema des Buches, nämlich dem Besuch der Europäischen Kommission, sondern dieses Inbegriffs einer Technokratie, affektarm, rational, temperamentlos, effizient, leise, grau und bürokratisch, dann bekommt man auf einmal natürlich eine unglaublich originelle These, nämlich die These oder eine unglaublich originelle Melange, nämlich den Zusammenhang zwischen einem, sagen, proeuropäischen Furor und einer diesen proeuropäischen Furor in einem guten Sinne, sagen, lancierenden Blick auf eine kalte Organisation. Ich würde mal fragen, fangen wir mal an mit einer Frage meinerseits einfach, ist die Welt so einfach oder müssen wir nicht, und da würde ich sagen, als Jurist so ein bisschen das Thema, das Horst Bredekamp in seinem Vortrag vorhin genannt wird, auch mal pflegen, müssen wir uns nicht doch auch ein bisschen die Ambivalenzen behalten? Die Ambivalenzen mit Blick auf die europäische Integration, selbst wenn wir sie lieben, aber vielleicht auch die Ambivalenzen mit Blick auf den europäischen Nationalstaat. Können wir wirklich eine Geschichte wie die ihrige schreiben, in der wir sagen, wir haben ja ein Projekt, das an der Bürokratie der Europäischen Kommission genesen oder an der nationalen Kleinkariertheit der Mitgliedstaaten scheitern kann? Oder ist da nicht ein bisschen mehr Dialektik drin? Für jemanden, der mal ein Buch über Hegel geschrieben hat, fällt mir gerade auf, kann man das ja auch nochmal fragen. Sie sind der erste Mensch, wirklich, Sie sind der erste Mensch, der mir Mangel an Dialektik vorwirft. Ja. Na, es ist ja auch nicht so, dass ich mich in einen europa-euphorischen Furor hineingeschrieben habe, sondern ich habe einfach Beobachtungen, die ich gemacht habe, Erfahrungen, die ich gemacht habe bei meinen Recherchen in Brüssel, das Ergebnis von Diskussionen, Reflexionen und so weiter zusammengefasst. Das ist ein Essay, der durchaus auch die Widersprüche zeigt, die sich in diesem Prozess und in dem Gefüge der europäischen Institutionen feststellen lassen. Da muss man nicht schönreden. Die Europäische Union und das europäische Projekt, das ist ein menschengemachtes Projekt und wie alles Menschengemachte hat es Fehler. Und wir haben heute eine Krise, und eine Krise ist in der Regel, das wissen Sie, nichts anderes als ein Reigen von Symptomen, die Folge sind von einem unproduktiven Widerspruch. Wäre der Widerspruch produktiv, hätten wir schon eine Resultante sozusagen und schon wieder keine Krise mehr. Also haben wir offenbar einen unproduktiven Widerspruch, den muss man aufdecken, und dann muss man die Bedingungen, in denen er entstehen konnte oder musste, kritisieren. Und ich habe ja auch viel Kritik an der Europäischen Union und am Institutionengefüge, aber ich habe festgestellt, wenn man etwas tut, was heute in der Diskussion überhaupt nicht mehr vorkommt, nämlich wenn man sich zurückerinnert an die Idee des europäischen Projekts und von der Idee in Anerkennung dieser Idee, ja, dann auch sich fragt, in logischer Konsequenz, wenn das die Idee, wenn das die Absicht war, wohin soll die Reise gehen, worauf wollen wir hinaus, dass wir dann auch Mittel und Möglichkeiten ganz naheliegend finden, aus der Krise rauszukommen. Das Problem im gegenwärtigen Krisenmanagement der Europäischen Union ist ja, dass erstens die Idee vergessen wurde und zweitens niemand weiß, wohin es gehen soll. Die Europakritiker, so die Hardcore-Kritiker, die sagen einfach raus aus der EU oder machen wir nur einfach eine Wirtschaftsgemeinschaft. Auf alle Fälle, wir wollen unsere alte Währung zurück, ja, also weg mit dem Euro, zurück zu nationalen Währungen. Das Zurückholen verschiedener nationaler Souveränitätsrechte, die bereits an Brüssel abgegeben wurden. EU ist ein Unsinn, EU funktioniert nicht, die Unterschiede sind zu groß und so weiter. Und die können natürlich aus der Krise nicht raus, weil diesen Rückweg gibt es nicht und einen Weg hinaus gibt es auch nicht. Deswegen köchelt das immer in derselben Suppe. Aber das Interessante ist ja, dass sogar die EU-Befürworter in der Regel große Teile der europäischen Eliten, der politischen Eliten,
ja, auch in Deutschland. Ja, diejenigen, die also mal auch politische Repräsentanten des europäischen Projekts sind, nicht wissen, wohin das Ganze gehen soll. Die sagen gern, ich bin ein glühender Europäer, immer dieses blöde Adjektiv glühend, als würde die politische Entwicklung von ihrer Fieberkurve abhängen. Mhm. Ja. Und dann nehmen sie nicht einmal das schönste Geschenk des Fiebers an, nämlich das Fantasieren. Ja. Und wenn man sie dann fragt, ja, aber, und dann sagen sie auch gern diese ganz blöde Phrase, wir brauchen mehr Europa. Ja, wir brauchen mehr Europa. Und da fragt man sie, ja, was verstehen Sie unter mehr Europa? Und solange Sie das nicht beantworten können, gibt es auch keinen Ausweg aus der Krise. Aber ich würde doch sagen, wenn ich das Buch lese, ich meine, darauf könnten wir uns ja vielleicht erstmal einigen, ja. Aber wenn ich das Buch lese, würde ich sagen, ist es ja doch in vielen nochmal steiler und auch in den Annahmen, die Sie machen mit Blick darauf, was da eigentlich funktioniert und was da nicht funktioniert. Sie vergleichen die Kommission etwa mit der josephinischen aufgeklärten Bürokratie in einem positiven Sinne. Das heißt, Sie haben eigentlich hier doch ein vormodernes Bürokratieverständnis, in dem es eigentlich keinen politischen Konflikt gibt. Sie beschwören so etwas wie das europäische Gemeinwohl, bei dem man sich ja fragen kann, reden wir über Gemeinwohl eigentlich noch in Zeiten, in denen wir uns über Dinge streiten politisch? Und Sie reden doch hochkritisch über die nationalen politischen Prozesse, nicht? Ja. Wo man sich fragen muss, stimmt das eigentlich wirklich? Ich würde als Bundesrepublikaner, als Piefke würde ich wahrscheinlich einfach sagen, mein Gott, meine 70% Wahlbeteiligung, das Parteiensystem ist doch relativ funktionabel, die Leute kriegen mehr oder weniger, was sie wollen. Soll ich unseren nationalen politischen Prozess in die Tonne treten? Ist das wirklich sozusagen, stehe ich in einer Situation, in der ich das so empfinden muss? Vielleicht ist es in anderen Ländern anders, aber ist diese Asymmetrie illegitim? Nicht? Also ich finde, da sind sagen die Beobachtungen doch vielleicht noch etwas radikaler, als Sie sie jetzt formuliert haben. Und die Frage, die ich vielleicht daran knüpfen würde, wäre, kann man nicht legitimerweise, und ich bin es persönlich nicht, aber könnte man nicht legitimerweise gegen die Europäisierung sein, als eine Überzeugung, aus irgendeiner politischen Überzeugung? Ja. Und wenn man dagegen wäre, könnte man das nicht sozusagen in einen politischen Prozess einbetten, der am Ende dazu führt, dass... Selbstverständlich, das streitet niemand ab. Mhm. Man kann ganz radikal gegen den europäischen Einigungsprozess und gegen das europäische Projekt sein. Das muss man sein, wenn man Nationalist ist. Und das ist ja auch der Widerspruch. Also jeder Nationalist ist ja daher selbstverständlich, auch in der inneren Logik seines Weltbildes, gegen die Europäische Union. Im Großen und Ganzen gibt es also größere und kleinere soziologische Gruppen, die gegen den europäischen Einigungsprozess sind. Das sind einmal die Nationalisten. Ja? Dann sind es Menschen, deren Geschäftsgrundlage eine Welt ist, die durch die Europäische Union verschwunden ist. Zum Beispiel Nationalökonomen. Nationalökonomen haben... ja? Nationalökonomen betreiben eine Wissenschaft, die kein Surrogat mehr oder kein Substrat mehr in der Realität hat. Es gibt keine Nationalökonomie mehr. Da müssen sie neue Parteien gründen, um die Welt wiederherzustellen, in denen ihre Wissenschaft einen Sinn hat. Ja. Ich verstehe das ja alles, nur ich habe diese Interessen nicht. Ja. Und wenn ich mir jetzt anschaue, Was war der historische Vernunftgrund? Wenn ich das 3 Minuten ausführen darf, ich mache ja ungern den Eindruck, zu viel zu reden, ich bin ein Mann weniger Worte, aber das muss man doch in Erinnerung rufen. Was war der historische Vernunftgrund für den Beginn dieses Projekts, also für die Gründung dieses Vergemeinschaftungsprozesses, der über die Montanunion, die römischen Verträge, Maastricht, Lissabon zur heutigen EU geführt hat? Die Gründergeneration dieses Projektes hat in einer Lebenszeit 4 Kriege erlebt. Und sie haben die Erfahrung, und der Kontinent lag in Trümmern. Und sie haben nicht nur die Erfahrung gemacht, also dass es mit diesen Kriegen also mittlerweile komplett zerstörerisch wird in Europa, sondern sie haben die Erfahrung auch gehabt, dass erstens all diesen Kriegen Friedensverträge und Bündnisse zwischen den Nationen vorangegangen sind. Und diese Friedensverträge und Bündnisse haben die Kriege trotzdem nicht verhindern können. Und sie haben die Erfahrung gemacht, dass der Aggressor, der Grund für diese Kriege, immer der Nationalismus war. Die Verteidigung nationaler Interessen, die, wenn sie anders
politisch, diplomatisch, Kultur, also in irgendeiner Form nicht mehr verteidigbar waren, militärisch gelöst werden sollten. Es hat die Gründergeneration gesagt, gut, wir wissen, Friedensverträge nützen nichts, der Grund ist der Nationalismus, was müssen wir machen? Wir müssen versuchen, den Nationalismus zu überwinden über eine politische Dynamik, wo wir gar keine Friedensverträge brauchen. Und die Grundidee war so simpel wie genial und radikal aufgeklärt. Sie haben gesagt, das waren die Männer wie Jean Monnet, Schumann und so weiter, die haben gesagt, wir schaffen supranationale Institutionen, bringen die Nationen dazu, Souveränitätsrechte an diese supranationalen Institutionen abzugeben, und das müssen sie nach und nach in kleinen Schritten tun. Und das schwächt die Nationen, und irgendwann in ferner Zukunft, wenn die Nationen absterben. Was ist gegen diese Idee zu sagen? Ja? Zumal im Lichte der Geschichte, die gezeigt hat, dass es einen friedlichen, auf Dauer friedlichen Nationalismus nicht gibt. Mit Beginn der Nationswerdung auf diesem der Nationswerdungen in diesem Kontinent haben die brutalsten und mörderischsten Kriege begonnen, wo nicht mehr im Vergleich dazu, wo in der Vormoderne waren ja das Schachspiel auf dem Rasen, ja, mit da sind Legionäre oder Söldner sind aufeinander zumarschiert. Mit der Nationswerdung sind zum ersten Mal mit dem Nationalismus und der nationalistischen Aggression sind nicht einfach Söldnerheere aufeinander losgestürmt, sondern sind ganze Völker übereinander hergefallen. Und mit den Konsequenzen von Nationalismus bis in Rassismus und Genozidversuche bis die größten Menschheitsverbrechen in der Geschichte überhaupt. Und auf diesen Trümmern, die das produziert hat, ist diese Idee entstanden. Supranationale Institutionen bilden, die Nationen irgendwie dazu bringen, Souveränitätsrechte abzugeben, bis sie absterben. Auf diese Weise eine Verflechtung der vormaligen Nationen herzustellen, wo dann Interdependenzen entstehen, wo es dann keine ehemalige Nation mehr sich erlauben kann, ohne sich selbst zu zerstören, andere aggressiv zu überfallen. Das ist eine wunderbare, aufgeklärte Idee. Und das Ganze ist auch keine Utopie mit diesem Absterben der Nationen, weil es ist ein Prozess, der seit 60 Jahren an einem konkreten Ort voranschreitet, hier in Europa. Also ist es keine Utopie, es ist Realität. Und das hat überraschend weit getragen. Wir haben heute ein Europa innerhalb des Schengen-Raums ohne Grenzen, innerhalb der Eurozone mit einer gemeinsamen Währung, mit der Niederlassungsfreiheit, überhaupt den vier Freiheiten. Ja? Das sind Dinge, die waren vor 20 oder 30 Jahren fast unvorstellbar, aber bei den Gründern als Absicht bereits vorhanden. Und das sieht man, das hat Erfolge gezeitigt. Und ich möchte jetzt noch, um das abzuschließen mit der Gründungsidee und dann irgendwie zu der Krise zu kommen, die wir heute haben, möchte ich an eines erinnern, was Sie vielleicht alle auch nicht wissen, aber was Sie vielleicht auch interessieren wird. Der erste Präsident der Europäischen Kommission war Walter Hallstein, ein Deutscher. Und in der Antrittsrede als erster Präsident der Europäischen Kommission sagte Walter Hallstein, Ziel und Absicht des europäischen Einigungsprozesses ist die Überwindung der Nationen. Und ich füge jetzt hinzu, solange heute oder morgen ein Präsident der Europäischen Kommission und solange heute oder morgen ein deutscher Spitzenpolitiker nicht frei und geradeaus diesen Satz sagen kann, solange haben wir die Krise. Naja, lassen Sie mich doch mal ein bisschen Wasser in den Wein schütten vielleicht. Also ich würde sagen... Das nennt man gespritzen. Ja, das nennt man gespritzen, genau.
Und zwar, ich fange mit der Anfangsidee an, und dann komme ich mal zur Gegenwart und dann nochmal vielleicht zur Frage auch der praktischen Implikation. Ich meine, die Argumentation mit der Anfangsidee hat, glaube ich, zwei Schwächen. Die eine ist natürlich, dass die Anfangsidee als Anfangsidee immer schon umstritten war. Nicht? Sie können natürlich mit Walter Hallstein jemanden zitieren, der im Grunde auch in der technokratischen Tradition all dessen steht, was Sie in Ihrem Buch so lobend heranführen und was ich auch persönlich hoch schätze, aber was natürlich klar anders formuliert worden wäre von anderen Beteiligten der Gründung der Europäischen Union. Es ist, glaube ich, nicht so der Europäischen Gemeinschaft. Selbst bei Adenauer sehe ich nicht wirklich, dass er den Nationalstaat abschaffen wollte und dass es bei den Franzosen nicht so war. Das wissen wir alle. Das heißt, von Anfang an war die Frage, wie die Europäische Union sich eigentlich entwickeln sollte, natürlich eine offene Frage. Und es war eine Frage, bei der nicht alle geglaubt haben, dass der Nationalstaat enden sollte. Und warum haben sie es auch nicht geglaubt? Na, vielleicht auch deswegen nicht, weil für einen Briten oder für einen Franzosen der Nationalstaat kein kriegstreiberisches Projekt ist. Nicht wahr? Sondern ein Projekt einer republikanischen oder einer konstitutionellen Tradition, die erst einmal Kriege gewonnen hat, die sich doch etwas anders darstellen als für einen Österreicher oder für einen Deutschen oder für einen Italiener oder für einen Spanier. Das heißt, man muss, glaube ich, schon unterscheiden zwischen Nationalismus und Demokratie. Man muss sich natürlich auch nochmal angucken, dass die beiden Weltkriege, über die wir hier reden, nur mit einem sehr groben Nationalismusprojekt Begriff als nationalistische Projekte verstanden werden könnte. Ich meine, der Nationalsozialismus war nicht nationalistisch. Das ist, glaube ich, historisch nicht richtig. Nicht wahr? Das war ein imperiales, ethnisch begründetes Projekt, was mit der Idee des Nationalstaats, deren Charme ja vielleicht gerade darin liegt, dass wir mit politischen Identitäten andere religiöse Identitäten, Geschlechteridentitäten, soziale Identitäten auch aufheben können, nicht wahr? Die mit dieser Idee ja nun gar nichts zu tun hat. Also das scheint mir so die eine Seite zu sein, zu sehen, dass es einem Engländer und einem Franzosen auch nicht so ganz einfach zu erklären ist, dass er von Kriegstreiberei gerettet werden muss, indem er sich europäisch vergemeinschaftet. Und das ist bis heute so, dass es einem Franzosen und Engländern nicht einfach zu erklären ist. Und ich bitte, diese Perspektive als guter Europäer auch zu berücksichtigen, weil mir scheint, diese Perspektive des pazifistischen Antinationalen ist halt eine typische Perspektive von Leuten aus posttotalitären Gesellschaften, die gesagt haben, ja, uns ist der politische Konflikt um die Ohren geflogen, wir waren alle mal Nazis oder Faschisten oder sonst was und deswegen brauchen wir jetzt die Europäische Union. Ist völlig richtig, aber das Pathos ist ein Pathos, was man in richtig westlichen Ländern vielleicht nicht ganz so teilt. Auf der anderen Seite muss man sich dann vielleicht auch nochmal fragen heute, wie weit reicht so eine Idee? Wie weit reicht diese richtige, gute und geniale Idee und diese findige, und da bin ich ganz bei Ihnen, diese findige Art und Weise, in der auch gerade die großen Kommissionspräsidenten, Leute wie Hallstein und Monnet, das weiter oder Kommissare oder Technokraten das weitergetragen hat, wie weit reicht die? Und da scheint mir, ist die Krise der europäischen Integration und gar nicht wirklich mit der ganzen Währungs-, Wirtschafts- und Schuldenkrise zu verwechseln. Das ist eine Krise, die haben wir in gewisser Weise in allen Ländern, die haben wir auch in den USA, die haben wir auch in Nicht-Euro-Ländern, die haben wir auch in Asien und sonst wo mit Abstrichen. Die Krise, die wir sehen, die Frage betrifft, wie lange hält dieses Narrativ der friedlichen Verflechtung der Gesellschaften durch transnationalen Handel und Wandel, durch eine benevolente Bürokratie, die sagen Standards schafft, Regeln setzt und so weiter begleitet wird. Dieses Narrativ ist meiner Meinung nach seit Anfang der 90er Jahre in der Krise. Seit Anfang der 90er Jahre sind wir uns nicht mehr einig, wie es weitergeht. Seit Anfang der 90er Jahre verliert die Europäische Kommission an Macht. Seit Anfang der 90er Jahre werden die Mitgliedstaaten stärker. Und woran liegt das? Das liegt meines Erachtens daran, dass wir seit Anfang der 90er Jahre sehen, dass wir einen gemeinsamen Markt haben, dass wir sehr viel erreicht haben, dass wir in Fragen der Freizügigkeit, des Sich-Bewegens, der negativen Integration im Grunde an einen Sättigungspunkt gekommen ist, den wir alle begrüßen, mit der Währung noch einmal vielleicht teilweise verstärkt. Und jetzt die Frage ist, was ist eigentlich das politische Projekt? Was wollen wir eigentlich? Wollen wir zum Beispiel außenpolitisch so sein wie die Amerikaner oder anders? Wollen wir sozialstaatlich so sein wie die Franzosen oder die Engländer? Und so weiter und so fort. Und alles, was an Politisierung jetzt sozusagen auf den Plan steigen könnte, darüber können wir uns halt nicht einigen. Das ist halt so. Da sind wir einfach unterschiedlich. Und da scheint mir die Antwort zu sein, naja, aber Europa muss europäisiert werden. Einfach nur einen politischen Konflikt, einen Konflikt zwischen Atlantikern und Europäern, einen Konflikt zwischen Sozialstaatlern und Liberalisten, einen Konflikt zwischen Ökologen und Libertären und so weiter und so fort. Diesen Konflikt einfach nur zu überdecken. Den Konflikt gibt es und den Konsens über die Lösung dieses Konfliktes gibt es nicht. Und ich glaube, die Anrufung des europäischen Gemeinwohls führt uns da nicht wirklich weiter. Vielleicht der letzte Punkt, der vielleicht auch nochmal die Diskussion ein Stück weiterführt. Ihre Vision des Europas, würde ich ja mal, Sie haben es ja relativ klar gesagt, dass ich eine der vielen, vielen starken Seiten dieses wirklich großartigen Buchs finde, ist, dass Sie gesagt haben, na, die Vision ist eigentlich doch eine, in der wir auf der einen Seite das Europäische Parlament haben und auf der anderen Seite ein Europa der Regionen. Ja. Wir haben im Grunde ein Zweikammersystem mit einer Regionalisierung. Meine Frage wäre eigentlich, warum ist eigentlich eine politische Identität, und eine politische Identität kann was sehr Schönes und was sehr Hässliches sein, das kennen wir so beides, warum ist die eigentlich in dem Augenblick, wo sie national ist, gefährlich und schlecht, und wo sie regional ist,
ungefährlich und gut. Und so liest sich das in Ihrem Buch dann doch. Warum muss ich eigentlich vor Basken weniger Angst haben als vor Franzosen und vor Deutschen mehr Angst haben als vor Schotten? Also das kann ja mal so sein, aber es ist mir nicht ganz klar, dass der Regionalist, und warum muss ich vor einer EU, die vielleicht irgendwann mal ihr Selbstbewusstsein bekommt und zu sagen, wir sind jetzt sozusagen so, dass wir auch mal imperial werden, warum muss ich vor einer EU, die Leute an ihren Grenzen in Lampedusa krepieren lässt, wie kein anderer Nationalstaat es könnte, warum muss ich vor der eigentlich keine Angst haben als einer politischen Identität? Das ist mir nicht ganz klar. Die EU lässt an der Außengrenze oder bei Lampedusa und so weiter niemanden verrecken, sondern die EU, ja, hat nicht die Kompetenz, ein europäisches Asyl- und Fremdenrecht zu implementieren, will das jedes Mal und wird vor allem, zu meiner Schande muss ich das sagen, von zwei Ländern daran gehindert mit ihrem Vetorecht, das ist Deutschland und Österreich. Ja? Und solange das so ist, solange nationale Interessen gemeinsame Politik verhindern, kann man das, was in der Folge an Misere und Elend entsteht, nicht der EU in die Schuhe schieben. Ja, so beginnt das einmal. Ja. Beschweren Sie sich beim deutschen nationalen Außenminister oder Innenminister, der für Asylgesetzgebung zuständig ist und der Ihnen erklären wird, wir wollen nicht, dass da ein gemeinsames europäisches Asylrecht gemacht wird, weil da kämen noch mehr von Afrika herüber und dann haben wir innenpolitisch noch größere Probleme und dann werde ich abgewählt, weil dann heißt es, ich habe sie reingelassen. Ja. Das ist die Realität. Im Übrigen finde ich es sehr, sehr schrullig, wenn man ein Land wie Großbritannien, United Kingdom als Beispiel, also man kann es ja auch nennen, das Rule Britannia Königreich, ja, als pazifistische in sich friedlich ruhende Entität, dem sich die ganze Welt zeitweise so freudig unterworfen hat, darstellt. Ja. Nein, das ist... Ja. Ja. Also es geht um den nationale Interessen, Bodenschätze irgendwo wittern und die Aborigines sind nicht zufrieden mit Glasperlen, kommen die Waffen, ja, und das war auch bei England so, ja. Aber weil Sie schon Baskenland ansprechen, warum soll man sich vor Basken weniger fürchten als vor Spanier? Sehen Sie, genau das ist ein schönes Beispiel. Regionale Identitäten sind wirkliche sozusagen Heimatgefühl stiftende Identitäten. Ja. Und wenn Sie mich jetzt fragen nach den Basken, die wollen Unabhängigkeit von der spanischen Nation. Was ist bei der spanischen Nationswerdung geschehen? Bei der spanischen Nationswerdung haben die gesagt, so, eine Nation braucht Territorium, wir nehmen uns einmal Territorium. Da ist Baskenland, nehmen wir uns auch. Aha, da ist Katalonien, nehmen wir uns auch. Das waren keine Hispaniolas, das waren Katalonien, das waren Basken. Dann hat man gesagt, wie können wir diese ganz verschiedenen Identitäten, wie kann man denen eine gemeinsame Identität geben? Ex negativo, so macht es der Nationalismus. Man hat gesagt, du bist kein Jude und du bist kein Maure. Dann haben wir gesagt, ja, ist eigentlich wahr, ich bin kein Jude, ich bin kein Maure. Ist aber die Judenmaure rausgeschmissen und hat die spanische Nation gehabt. So, und dann sind sie draufgekommen, aber sie sind trotzdem keine Spanier. So, und jetzt wollen die Basken wieder die Unabhängigkeit, eine regionale, subsidiäre Demokratie, möchte ich es einmal nennen. Sie haben die falschen Begriffe, weil ihnen dauernd eingeredet wird. Die sind keine Nationalisten, die wollen keine Nation, sie wollen eben aus einer Nation raus. Sie sind der Beweis dafür, dass Nationen zerbrechen. Und jetzt frage ich Sie, hat ein Baske, glauben Sie, Interesse daran, ein Territorium zu besetzen, wo kein Baske lebt? Sehen Sie, das ist der Unterschied. Und deswegen haben auch die Gründerväter des europäischen Projekts vor Augen gehabt... Gilt das auch für Preußen als Region? Das ist doch völlig beliebig. Ja. Darum haben wir vor Augen gehabt, dass man auch dieses Ungleichgewicht, das die Nationen durch ihre verschiedenen Größen auf diesem Kontinent haben, insofern, dass man das austariert, als man die Regionen zu politischen Verwaltungseinheiten und das Europa, das zusammenwachsende Europa als freie Assoziation der Regionen, die gemeinsame Rahmenbedingungen haben. Und warum sollen sie das nicht haben? Kann irgendjemand mir erklären, was ein deutscher Lehrer zum Beispiel für radikal andere Interessen, Erwartungen, Sehnsüchte und so weiter an das Leben haben kann,
das sich so radikal unterscheidet von den Interessen eines Lehrers im Alentejo, so dass man sagen kann, nee, aber ist ja ganz klar, diese Interessen kann ja nur ein deutscher Lehrer haben, deswegen hat er ja seine nationale deutsche Identität. Es gibt der Nationalismus, die nationale Identität ist der Betrug, dem zufolge in der Geschichte sich erwiesen hat, dass die Gattin eines Fabrikarbeiters geglaubt hat, sie hat mehr Gemeinsamkeiten mit der Gattin des Fabrikdirektors. Und das Ergebnis war, dass Arbeiter aus verschiedenen Ländern aufeinander geschossen haben. Das ist die ganze nationale Identität, wenn man es zurückführt. Ja? Und jetzt werde ich Ihnen, etwas sagen, was ein ganz konkretes deutsches Beispiel dafür ist, wie der Nationalismus, selbst wenn er sich friedlich wähnt, wenn er sich im Glauben einen euphorischen Friedensprozess als nationale Euphorie voranzubringen, wie er zum Störfaktor wird. Das ist dem Nationswesen inhärent. Nach 89 ja, sind alle möglichen stalinistischen Systemländer und Nationen und künstlichen Nationen zerfallen. Die Tschechoslowakei ist zerfallen, Jugoslawien ist zerfallen, diese ganzen künstlichen Nationen als Klassistaaten der Sowjetunion sind zerfallen, nur Deutschland verdoppelt sich. Macht eine nationale Wiedergeburt inmitten eines nachnationalen Prozesses, der ja objektiv in Europa stattfindet. Ja. Man versucht, die ununterbrochen zu beruhigen und sagen, na, aber wir werden eh nie wieder Angst haben für Deutschland, weil irgendwie haben wir das System ja so gebastelt, dass Deutschland nie wieder den Anspruch haben kann, Führungsmacht Europas zu sein. Und was haben wir? Jetzt haben wir es. Ja. Jetzt diskutieren wir nur mehr darüber in Deutschland, sollen wir unsere Führungsmacht Deutschland eher selbstbewusst oder eher demütig annehmen? Ja? Lassen Sie mich das Gegenbeispiel. Jetzt überlegen Sie sich einmal Folgendes. Man hätte, was die Idee vieler Menschen in der Europäischen Union war, man hätte einfach die DDR in die EU aufgenommen. Die DDR-Bürger hätten alles bekommen, wofür sie die Revolution gemacht haben. Die gemeinsame Währung, offene Grenzen, Reisefreiheit, Bananen, was sie wollen hätten. Ja? Die Strukturreform mit Hilfe der Fördergelder der Europäischen Union wären billiger gekommen in der DDR. Der DDR-Bürger wäre nicht gedemütigt worden. Es wäre selbstbewusster und stolzer gewesen für die frühere DDR, wenn man einfach die in die EU aufgenommen hätte und an diesem Beispiel gezeigt hat, dass das ganze Geschwätz mit der Nation, was ist denn eine deutsche Nation? Deutsche Sprache, ich bin Österreich, ich bin kein Teil der deutschen Nation. Es ist die deutsche Kultur, ich bin ausgebildet an der deutschen Kultur. Ich habe mehr Goethe als Grillparzer gelesen, bin trotzdem mit Angehöriger der deutschen Nation. Es ist die gemeinsame Geschichte. Was haben wir doch für Waffenbrüderschaft gehabt, da in die Österreicher und die Deutschen. Ich bin trotzdem jetzt nicht Teil der deutschen Nation. Was soll das Ganze mit der deutschen Nation? Und genauso hätte man das weiter existieren. Wer Deutschland liebt, das Deutsche, will viele Deutschlands, Österreich, Deutschland, DDR und so weiter. Und das Ganze geht auf in der Europäischen Union. Ja? Demütigt niemand. Produziert Freiheitsrechte, Selbstbewusstsein, Entwicklung, demokratische Rahmenbedingungen, die für alle gelten, nicht nur für die Wessis. Ja? Und es werden nicht ganze Generationen betrogen, die dann um ihre Arbeitsplätze gebracht werden. Und weil sie von ihrer eigenen Nation betrogen wurden, werden sie Nationalisten. Und das ist, muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, wie weit dieser Betrug geht. Nee. Also, das eine Problem ist ja schon, ich will ja nicht den Nationalismus verteidigen, ich bin der Letzte, der aber den Nationalismus verteidigt. Nein. Ja, ich komme Sie in die kommen Rolle. Eindeutige ja, die natürlich Rolle. Komme ich in die Rolle, weil Sie den Begriff Nationalismus völlig beliebig definieren. Ich meine, auf der einen Seite sagen Sie, die Staaten nach 89 zerfallen in Nationalismen oder nee, es waren Nationalstaaten, die dann in Regionen zerfallen sind. Na, ich meine, sowas wie Serbien war ja wohl eher ein Nationalstaat, der dann entstanden ist. Wir haben ja den Nationalismus gerade auf der anderen Seite auch. Was sie machen, und deswegen ist der Argument so süffig und sie kriegen so viel Applaus, ist,
immer dort, wo sie eine politische Einheit haben, die sagen, außer Rand und Band gerät, nennen sie die Nationalstaat. Immer da, wo sie das nicht haben, nennen sie die irgendwie anders. Mhm. Aber es ist auch ein völlig beliebiger Sprachgebrauch. Im 19. Jahrhundert haben wir in Deutschland bis tief zum Ende hin immer von Bayern, Preußen und Sachsen als Nationen geredet. Was wir als Nation bezeichnen, ist erstmal völlig wurscht. Die Frage ist doch, ob politische Identitäten sagen, aggressiv imperialistisch sind, ob sie sich demokratisch organisieren lassen oder nicht und wie wir das sozusagen gemein organisieren können. Und da scheint mir Ihre Suada gegen den Nationalstaat irgendwie in dem Punkt natürlich richtig zu sein, dass es kollektive Identitäten sind, die aggressiv und schrecklich sind, aber sie scheinen mir in dem Punkt falsch zu sein, dass wir natürlich auf der anderen Seite auch viele Beispiele für auf der Staatsebene gelungene Demokratien haben, bei denen wir nicht so ganz sicher sind, was jetzt das Substitut für die Europäische Union ist. Nein, noch nicht, noch lange nicht. Noch lange nicht? Noch lange nicht, dann gehe ich nicht auf. Nee. Wenn es noch lange ist, dann gehe ich nicht auf. Denn, ui. Jetzt geht's wieder los. Ich möchte, das Erste, was mich daran wirklich irritiert ist, und da will ich doch einmal, das mache ich nicht, das war das einzige Teil, was ich mir auch vorher vorgenommen hatte, da möchte ich nochmal sagen, Ihr Lob des Regionalismus so ein bisschen Frage stellen, was ja doch so ein bisschen der Inbegriff politischer Romantik ist, nicht wahr? Sie schreiben, die Menschen sind in Wahrheit in ihrer Region verwurzelt und das Leben in ihrer Region geprägt. Was ist schon nationale Identität verglichen mit Heimatgefühl? Das ist so eine Vorstellung, so eine Mischung aus Heidegger und 19. Jahrhundert davon, wie Politik zu organisieren ist, die, glaube ich, nicht nur empirisch nicht stimmt, weil viele Menschen natürlich ihre Region verlassen, weil sie sich da erdrückt fühlen. All die Kärntner, die nach Wien ziehen, nicht? Ja, die man nicht vergessen sollte. Nicht nur deswegen ist es falsch, sondern es ist auch deswegen ein Problem, weil wir sehr viele Emanzipationsbewegungen sehen, die durch Nationalstaat in die Region durchgesetzt wurde. Diese Romantik von ich fühle mich in meiner Region wohl, die kann man natürlich auch auf die Sklavenhalter Südstaaten der USA des 19. Jahrhunderts sagen und sagen, regional verwurzelt, da sollte doch niemand irgendwie einschränken. Lokale Identitäten sind immer ambivalent. Sie sind immer sozusagen ein Lebensraum, in dem man Möglichkeiten hat, sich zu gestalten. Und es ist richtig, dass man die sozusagen pflegt. Aber sie sind auch immer die Brutstätte von informaler Herrschaft, von Asymmetrien, von Korruption, von Frauenunterdrückung und allen anderen Dingen. Und es gibt natürlich auch zu ihrer Geschichte, die stimmt, zu ihrer Geschichte des kriegerischen Nationalismus, die Gegengeschichte der Emanzipation durch demokratische Nationalstaaten in vielen Ländern und manchen davon auch in Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Naja, aber wenn das stimmt, dann ist die ganze Geschichte auf einmal schief. Nicht? Denn wenn das stimmt, dann Sie vergessen dann kann das historische Moment. Der Entwicklung des Nationalstaates war historisch eine Zeit lang in einem bestimmten historischen Moment tatsächlich eine Emanzipationsgeschichte. Ja, und hat eben die nationale Demokratie hervorgebracht. Er hat die Willkür des Feudalismus überwunden, hat den gemeinsamen Markt geschaffen. Was war die deutsche Nationsbildung ökonomisch anderes, als 40 Kleinstaaten einen größeren Markt zu machen? Aber jetzt erklären Sie mir, dass das die Geschichte damit zu Ende sein soll. Und nicht einmal für die deutsche Wirtschaft ist die Geschichte damit zu Ende, weil sie haben jetzt einen größeren Markt, aber jetzt nicht mehr national. Das heißt, die Geschichte geht über den nationalen Aspekt hinaus. Ja, aber jeder normale Globalisierungskritiker, und Sie haben ja auch ein wichtiges Argument und ein, glaube ich, auch ein bisschen schiefes Argument in dem Buch, ist ja doch im Grunde, dass Sie versuchen, Ihr politisches Projekt, mit dem ich sympathisiere, werden Sie sich glauben, mit dem ich immer noch sympathisiere, eines dann ja auch sozialen Europa. Das ist ja auch ein Punkt, der für Sie wichtig ist, zu sagen, die Kommission ist jetzt nicht einfach so ein großer neoliberaler Agent, der alles weghaut, sondern die hat auch ein sozialstaatliches Anliegen. Das ist jedenfalls ein Subtext, den ich so, glaube ich, richtig verstanden habe. Die Arbeitsverträge, können Sie sich erinnern? Ja, das erzählen Sie das. Erzählen Sie, ich erzähle nicht Ihre Geschichten hier. Aber ich sehe das auch, aber Sie müssen auf der anderen Seite, glaube ich, schon sehen, dass dass aus der Perspektive vieler Nationalstaaten diese Form von Internationalisierung halt auch eine Liberalisierung ist und dass die Rolle der europäischen Integration da zumindest ambivalent ist. Nicht? Sie kriegen sozusagen dieses gerade Narrativ der Entsozialisierung da nicht raus. Das ist, glaube ich, einfach nicht korrekt. Nein. Und vielleicht ein Punkt, wenn wir da auch mal zu dem Thema kommen, weil es dafür Buß sehr wichtig ist. Ein Punkt, in dem das, finde ich, sehr virulent und sehr problematisch ist, ist mit Blick auf die Wirtschaftskrise, in der Sie immer sagen, wir haben der europäischen Schuldenkrise. Jetzt sagen Sie mal, wir haben die europäische Schuldenkrise, die Nationalismen verhindern die Lösung, die Deutschen drücken auf die Bremse, die Kanzlerin wartet die nordrhein-westfälischen Landtagswahlen ab, bevor sie handelt, und dann handelt sie auch nicht richtig. Okay, darüber kann man reden, aber dahinter stehen auch Finanzinteressen.
Das schreiben sie an mehreren Stellen. Auch die Finanzinteressen wollen das nicht. Und es ist interessant zu sehen, dass das ja gerade nicht stimmt. Dass sie ja, wenn sie mit irgendwelchen Bankern oder mit irgendwelchen Leuten reden, die sagen, als globale Wirtschaftsakteure agieren, die alle sagen, nein, es wäre besser gewesen, Eurobonds einzuführen, es wäre besser gewesen, die Schulden zu vergemeinschaften und so weiter und so fort. Warum sage ich das? Aus zwei Gründen. Zum einen, weil viel von dem moralischen Impetus des Buches daraus bezogen wird, dass sie suggerieren, dass der Nationalismus mit der Globalisierung der Wirtschaft an einem Strang zieht. Und das stimmt einfach nicht. Das schreiben sie ganz oft. Sie schreiben immer die deutschen Exportinteressen in die Wirtschaft und deswegen macht die deutsche Außenpolitik das und das. Aber das konvergiert nicht. Das ist Standort, faktisch, glaube ich, falsch. Nationale Standortpolitik. Aber das ist was anderes als die Wirtschaftskrise. Und zum Zweiten weil ich glaube, dass man schon anerkennen muss, dass in unserem politischen System, in der Bundesrepublik, gegen das viel zu sagen gibt, und ich bin nicht Anhänger der Art, wie die Bundesregierung diese Politik betreibt, aber dass dann doch da ist, es ist, und dass ich schon noch als demokratisch legitimiert empfinden würde, diese Form von Lösung zu sagen, naja, das sind eigentlich durch deutsche Steuermittel erhobene Gelder, die werden sozusagen so und so weiter vergehen. Wir wollen weder, dass die Europäische Union endet oder dass der Euro zusammenkracht, noch wollen wir sozusagen alles vergemeinschaften. Dass diese Lösung, gegen die man viel sagen kann, doch eine ist, die demokratisch legitimiert ist. Das ist, glaube ich, einfach das, was Mehrheiten wollen. Und was machen Sie denn dann damit? Sagen Sie dann, das ist falsch? Das Blockieren der Lösung ist demokratisch legitimiert. Das ist ja keine. Erstmal kann es ja sein, das ist eine alte demokratische Einsicht, Mehrheiten können auch zum Nichthandeln führen. Und zweitens ist ja die Frage nach der Lösung, also das ist ja vielleicht der schwächste Teil, dass Sie glauben, es gäbe einfach eine Lösung. Also glaubt das jemand, dass man einfach sagen könnte, wenn wir jetzt so und so handeln würden, wäre das Problem weg? Das glaube ich eigentlich nicht. Jedenfalls die Lösung, die wir gewählt haben, die ich nicht für richtig halte, aber es ist doch vielleicht eine Lösung, die demokratisch legitimiert ist. Muss man das nicht irgendwie respektieren? Also ich möchte es jetzt ganz ehrlich und offen um eine Antwort bitten, so, dass ich mir zumindest vorstellen kann, dass eine qualifizierte Mehrheit in diesem Saal die Antwort logisch findet und zustimmt. Beantworten Sie mir die Frage, ob es wirklich demokratische Legitimation bedeutet, wenn die in einer Nation gewählte Kanzlerin Entscheidungen trifft, die hineinregieren in 27 andere Staaten, wo sie nicht gewählt wurde. Und ob nicht unter Umständen eine andere Form der demokratischen Legitimation diskutierbar oder vorstellbar wäre, für eine Gemeinschaftslösung der Europäischen Union oder zumindest des Euroraums. Ich glaube, eine klare Antwort drauf geben. Ich glaube, die Frau Merkel ist eben nicht demokratisch legitimiert in dieser Form mit diesen Auswirkungen bis hin zu 50% Jugendarbeitslosigkeit in Spanien und so weiter, im Glauben gewählt zu sein, solche Entscheidungen zu treffen. Aber ich sage Ihnen, woher die Krise kommt, und ich glaube, man kann sie nur dann wirklich diskutieren. Und das hat wieder mit dem von Ihnen so, ich weiß nicht, ob Sie sich wohlfühlen in der Rolle des Nationalisten jedenfalls. Ich bin ja keiner, aber ich fühle mich sehr wohl in der Rolle des Demokraten. Und ich weiß nicht, ob Sie sich wohlfühlen in der Rolle des Technokraten. Wenn ich also. Wir reden noch über die Demokratie. Mhm. Ich möchte Ihnen jetzt einmal aber sagen, damit man das auch, ich glaube, das kann man klar zeigen. Die Krise ist eine Konsequenz des unproduktiven Widerspruchs zwischen der stattgefunden habenden nachnationalen Entwicklung und den Renationalisierungstendenzen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft bzw. dem Verteidigungskampf der Nationalisten und dem Verteidigen sogenannter nationaler Interessen. Ganz konkret ist am Beispiel Euro. Euro, wieder ein großer Schritt in der nachnationalen Entwicklung. Zum ersten Mal in der Geschichte haben Nationen auf eine eigene Währung verzichtet, und in Anerkennung der Tatsache, dass es längst schon eine transnationale Wertschöpfung gibt, dass es für Investitionen und Gewinnrückführungen ohnehin schon keine nationalen Grenzen mehr gibt, ja, dass es überhaupt kein Problem mehr gibt, das ein Nationalstaat alleine lösen kann. Er kann es nur mehr durchwinken, ja, die Finanzströme, die ökologischen Probleme, die Kommunikation, die Überwachung. Das gibt überhaupt nichts mehr, was ein Nationalstaat alleine wirklich lösen kann. Es sind alles transnationale Prozesse geworden, und in diesem Moment macht man also diesen großen vernünftigen Schritt und führt auch eine transnationale, eine gemeinsame Währung ein. So. Und der Widerspruch dazu war dann, dass augenblicklich die einen gesagt haben, wir machen nicht mit, zum Beispiel die Engländer,
die haben gesagt, wir haben den Finanzmarkt London City, ja, wir wollen da überhaupt nicht, dass da zum Beispiel durch eine gemeinsame Währungspolitik es Brüssel die Möglichkeit hat, da hinein zu regulieren. Das widerspricht unseren nationalen Interessen. 60% der nationalen Wertschöpfung von Großbritannien werden gemacht am Finanzmarkt London City. Wir haben kein Interesse, wir machen da nicht mit. Wir machen beim Euro nicht mit, wir machen bei Schengen nicht mit, wir fahren auf der falschen Straßenseite und, und wir haben noch gut 100 Jahre Zeit, bis wir das Dezimalsystem verstehen. Und na gut, das machen die nicht mit, aus nationalen Schrullen und nationalen Sonderinteressen wie London City, ja, aber haben im Europäischen Rat haben die Sitz und Stimme und blockieren dann alles, was dazu führen könnte, dass ihre nationalen finanzpolitischen Interessen berührt werden könnten. Die Deutschen haben gesagt, das verstehen wir recht gut, da, das Argument von den Londoner, von den Engländern, weil der größte Player in London City ist die Deutsche Bank. Also haben wir auch kein Interesse an Bankenaufsicht, gemeinsamer Finanzpolitik, gemeinsamer Währungspolitik und so weiter. Und so hat jeder irgendwas gewusst, was gegen seine nationalen Interessen war. Und auf diese Weise war der Euro nicht nur die progressivste und avantgardistischste Währung in der Geschichte der Währungen, die erste transnationale, sie war zugleich die erste Währung seit der Kaugummuschel, die keine finanzpolitischen, währungspolitischen Instrumentarien zur Seite gestellt hat, bekommen hat, die man braucht, um eine Währung zu managen und das Vertrauen darin zu erhalten. Und dann bricht die Kette natürlich beim schwächsten Glied. Man hat gesagt, machen wir einen windigen Kompromiss, machen wir einen Stabilitätspakt. Alle versprechen sich hoch und heilig, wir werden schon aufpassen auf unsere Währung. Da war überhaupt kein finanzpolitisches Instrument wirklich mitgeplant, weil keiner es wollte aus nationalen Interessen. Eine nachnationale Währung, die aus nationalistischen Interessen keine Instrumente bekommt, um sie zu managen. Machen wir einen Stabilitätspakt. Die Ersten, die den Stabilitätspakt gebrochen haben, waren die Deutschen. Die Zweiten waren die Franzosen. Dann hat man wieder alles gelockert. Mittlerweile hat sich Deutschland erholt, aber wegen der Lockerungen ist es woanders schiefgegangen. Und dann hat man gesagt, die Griechen sind schuld. Ja? Es hat man den nächsten Renationalisierungsschritt gemacht, die Griechen sind schuld. Und dann kommt der nächste Renationalisierungsschritt, man zwingt eine Nation in einem transnationalen Prozess, in einem supranationalen Verband, mit einer gemeinsamen Währung, zwingt man eine Nation zu einer nationalen Austerity-Politik, statt eine Lösung aus einem gemeinsamen Fehler zu finden, eine gemeinsame Lösung. Es hat man wieder... Und im Auftrag von der Frau Merkel fahren drei ältere Herren nach Griechenland und sagen, ihr müsst das Bildungssystem kürzen, ihr müsst das Gesundheitssystem kürzen, ihr müsst so und so viele Beamte entlassen und so weiter und dann schauen wir weiter. Und das ist in meinen Augen nicht demokratisch legitimiert, das sind die Hydra-Köpfe des Nationalismus und sie produzieren die Krise. Und überall, wo wir hinschauen, bei den Symptomen, aber auch strukturell in den Institutionen, überall sehen wir diesen Widerspruch. Nachnationaler Prozess, vernünftige nachnationale Entwicklung und Renationalisierung oder Verteidigungsbastionen des Nationalismus. Wir können ein europäisches Parlament wählen. Ja? Wie können wir es wählen? Auf nationalen Listen. Wir haben eine Europäische Kommission. Sie ist die Hüterin der gemeinsamen europäischen Verträge und hat die Aufgabe, angedacht, als künftige europäische Regierung Konzepte im gesamteuropäischen Interesse zu entwickeln. Wer wird oben hineingeschoben? Die Kommissare national geschickt und national nominiert. Ja? Wir haben den Europäischen Rat. Worin besteht der Europäische Rat? Aus den Fachministern der Nationen und den nationalen Staats- und Regierungschefs. Wer trifft dann letztendlich die Entscheidungen? Der Europäische Rat, die Staats- und Regierungschefs der Nationen. Und mir kann niemand erklären, dass ein national gewählter Regierungschef, der gewählt wurde, weil er gesagt hat, ich werde eure Interessen vertreten, ich werde den Standort Deutschland verteidigen gegen alle Zugriffe aus aller Welt, ich werde den nationalen Arbeitsmarkt, ich werde euch national verteidigen und denkt, wenn ein Flugzeug einsteigt, in Brüssel ankommt und sagt, ich bin Europäer, das kann nicht sein, so schizophren kann auch ein Deutscher nicht sein nach der Wiedervereinigung. Und das gilt aber... Ja. Die ganze Krise
ist nichts anderes als ein Symptomreigen dieses unproduktiven Widerspruchs. Nachnationale Entwicklung, Renationalisierung. Und wenn man das begriffen hat, da gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, wo wollen wir hin oder wie kommen wir aus diesem Widerspruch raus? Da gibt es eine Möglichkeit, man besteht darauf und sagt es offensiv, auch als nationaler Politiker, sagt man offensiv, worum es geht. Ja? Da kann, muss man zum Beispiel sagen, die europäische Wertschöpfung funktioniert europäisch in einer gesamteuropäischen Wertschöpfungskette. Was uns heute fehlt, ist ein demokratisches System, in dem es gelingt, die europäische Wertschöpfung auch gerecht europäisch zu verteilen. Das kann man doch sagen. Ja? Ja. Stattdessen sagt man, wieso sollen wir deutsche Steuerzahler so viel Geld nach Griechenland schicken? Ja? Das ist Schüren nationaler Ressentiments. Ist das nicht eher der Österreicher als der deutsche Diskurs? Also das muss ich wirklich sagen. Ja. Ich empfinde unseren Diskurs als A gar nicht so nationalistisch. Ich finde, wir reden darüber, das ist in Deutschland auch ehrlich gesagt eher anders als in Österreich, das muss ich dann doch mal formulieren. Ich rede strukturell und das, ja, von der Politik der Institutionen. Naja, aber ich meine, was ist denn dann, wenn Ihre Regionen sozusagen sind? Wenn der Regionalvertreter sich nach Brüssel setzt, dann wird er nicht Regionalinteressen vertreten. Alles, was Sie da beschreiben, und ich rede nicht über die Krise. Die Krise ist ja auch ein interessantes Phänomen, weil sich so viele Dinge überlagern. Alles, was Sie da beschreiben, ist die Normalität jeder Form von Föderalisierung. Natürlich gibt es keine Bundeslisten. Wir wählen übrigens im Bundestag auch nie Bundeslisten, sondern Landeslisten. Mhm. Natürlich ist es genauso in den meisten Wahlrechten, die ich kenne. Das ist einfach nur eine Form von Repräsentation, die so funktioniert, dass man in der Tat, wenn man ein so großes Gebilde hat, wie Sie es sich vorstellen, im Grunde die Legitimation irgendwie aufsplittet. Und da sind natürlich nationale Interessen vielleicht überrepräsentiert, aber selbstverständlich auch haben sie ihren Platz. Ich meine, wenn man Ihren Gedanken zu Ende denkt, der hier sozusagen ja dann auch so viel Erfolg trifft, dann gibt es am Ende nur noch eine einzige zentralistische Einheit. Denn dann ist auch die ganze Regionalvertretung eigentlich dysfunktional, denn die vertritt ja auch ihre eigenen Interessen. Dann haben die am Ende ein europäisches Parlament, das eine europäische Kommission ist und das war's. Und das ist in der Tat, muss man sagen, für ein Gebilde von 550 Millionen Menschen eine sehr, nicht nur sehr unwahrscheinliche institutionelle... Nein, da ist keine freie Assoziation. Es gibt kein einziges Papier in der gesamten Geschichte, in der ganzen gesamten Konzeptgeschichte der Europäischen Union, wo man sehen kann oder wo man ableiten könnte, dass ein zentralistischer europäischer Superstaat geplant ist. In Ihrem Modell? Natürlich, wenn es dann ja nur noch eine gemeineuropäische von Legitimation gibt, dann läuft es ja darauf hinaus. Dann ist ja die Tatsache, dass eine deutsche Regierungschefin in Brüssel nur ihre Interessen vertritt, auch schlimm, Ihrer Meinung nach, aber auch nicht. Dann ist es auch nicht besser, dass ein Nordrhein-Westfälischer oder ein Kärntner oder ein Regionaler seine Interessen vertritt. Dann gibt es ja eigentlich nur noch ein europäisches Gemeinwohl, das hier aus einer, sagen, relativ, finde ich, wirtschaftslastigen Argumentation legitimieren. Dann haben Sie am Ende nichts anderes als ein Modell des Nationalstaats auf europäischer Ebene. Mehr ist das dann gar nicht mehr. Denn die regionale Unterfütterung ist dann eigentlich auch kein Unterschied mehr. Ihre Lösung ist eigentlich, und das kann man ja diskutieren, es ist dann nur nichts anderes. Ihre Lösung ist dann eigentlich sozusagen die Nationalisierung Europas, die natürlich keine böse Nationalität haben darf, sondern irgendwie anders sein muss, aber doch so ein Gebilde, was homogenisiert ist institutionell. Wie immer man über Vielfalt redet. Und da würde ich sagen, ist die Produktivität des Widerspruchs dann an der Tat ans Ende gekommen, so beschwören. Wenn man sagt, was ist dagegen zu sagen, dass nationale Vertreter im Europäischen Rat nationale Interessen vertreten? Es ist einiges dagegen zu sagen, vor allem aber dies. Wir haben uns schon darauf geeinigt, dass nationale Interessen eine Fiktion sind. Ja, also die vertreten also Fiktionen. Worin ist der materielle Wesenskern der Fiktion? Das sind die Interessen nationaler Eliten, die gibt es schon. Ja, das ist zum Beispiel, wenn in einer freien Assoziation von Regionen und Regionalvertretern zum Beispiel in diesem Maß so, weil diese Fiktion dort in kleineren Verwaltungseinheiten gar nicht mehr aufrechterhalten. Das ist politische Romantik. Die kleine Gemeinschaft ist wirklich abgebildet. Da sind wir wirklich seit Madison drüber hinaus. Aber das nicht stimmt. Das ist einfach falsch. Dann noch mal einen Punkt, weil ich ja noch nicht so viel sage. Ist eine Idealisierung von Kleingemeinschaften, die am Ergebnis zu einer Supergemeinschaft führt, deren Zusammenhang irgendwie doch letztlich unklar bleibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es blutet mir ein bisschen das Herz, dass ich das hier an dieser Stelle sagen muss, weil ich auch unserer Europakritik, glaube ich, unserer Politik nicht viel unkritischer gegenüberstehe als Sie. Aber zu sagen, dass es eine Mehrheit in der Bundesrepublik an Wählerinnen und Wählern gibt, die ein schlechtes Gefühl dabei haben, wenn die Einnahmen, die in einem rein nationalen Steuererhebungsprozess, in einem rein nationalen Budgetierungsprozess
erhoben wurden, blanko durch eine Vergemeinschaftung von Schulden irgendwo anders hingehen. Und da gibt es viele gute Argumente dafür. Aber zu sagen, dass man dagegen ist, ist ein Elitenprojekt, wo alle Finanzeliten dafür waren, dass es passiert ist, wo alle Finanzen und alle Banken Eurobonds haben wollten, das ist einfach falsch. Und was sie damit machen, ist etwas typisch Intellektuelles. Sie versuchen im Grunde eine demokratische Mehrheit dadurch zu legitimieren, dass sie ihr nachweisen wollen, dass sie A, gar nicht das meint, was sie will, oder B, von anderen gesteuert ist, oder C, so unrecht ist, dass man sie ignorieren kann. Und das, denke ich, gilt, obwohl ich es politisch so sehe wie Sie, ich befinde mich in einer etwas seltsamen Situation, glaube ich, da nun gerade nicht. Wir haben eine Mehrheit in der Bundesrepublik gehabt, die gegen die Vergemeinschaftung der europäischen Schulden waren. Diese Mehrheit war nicht von Finanzinteressen getragen, die haben das ganz anders gesehen, nicht wahr? Die haben das so gesehen, wie George Soros das etwas sehen würde. Mit einem seltsamen Doppelspiel vielleicht auch, denn es ist klar, bei Eurobonds wäre viel mehr Geld ins Kapitalsystem gekommen, die Banken wären viel sicherer gerettet worden. Es ist ja auch so, dass das Geld, um das es hier geht, von dem ist ja, da sind wir uns ja nun beide einig, nicht ganz klar, wo das am Ende hinkommt, nicht wahr? Es kommt ja wahrscheinlich nicht unbedingt bei den Griechen an, die es brauchen. Also das System ist so, glaube ich, einfach nicht gewesen. Und da würde ich mich schon gegen wehren, zu sagen, dass ein demokratischer Prozess, der mich repräsentiert, den ich nicht unterstütze, einfach per se undemokratisch ist, weil er nicht ihrer europapolitischen Vision entspricht. Also das scheint mir für die Bundesrepublik faktisch falsch zu sein und es verleugnet vor allem auch die harten finanzpolitischen Interessen, die an einer Vergemeinschaftung der europäischen Schulden interessiert sind und interessiert waren. Herr Markschies steht auf. Ich habe zumindest das letzte Wort gehabt. Vielen Dank. Nee, ich möchte... Das Deutsche ermöglicht mir ja, lange Sätze zu bilden. Ich bin ein Sprachpatriot. Ja, deswegen. Also bevor ich meinen Satz sage, sage ich nur, es ist ein Unsinn, also mich zum Romantiker der kleinen Einheit. Ich bin überhaupt kein Romantiker der Enge des Provinztals oder sowas. Ja. Es gehört dazu Europa dazu, die Freizügigkeit, die Niederlassungsfreiheit, die Reisefreiheit und all diese Dinge und die Freiheit zu entscheiden, wie man sein Leben machen will und so weiter. Aber ich sage nur eines, so wie Sie argumentieren, kann man nur argumentieren unter Einbetonierung des Sachverhalts, dass Steuern auch national eingehoben werden. Ja? Weil sonst gibt ja die ganze Diskussion keinen Sinn. Ich möchte Ihnen einen letzten Satz, meine Botschaft. Etwas Schönes. Ja. Wunderbar. Etwas Schönes zum Schluss. Ja. Sie hören das sicher ab und zu, wenn politische Repräsentanten besonders kühn erscheinen wollen und sagen, wir werden früher oder später ein Vereinigtes Staaten von Europa. Ja? Und dann glauben sie sind glühende Europäer, Vereinigte Staaten Europa. Ich sage Ihnen, warum wir das nicht wollen und was das Spezifische und Einzigartige und Schöne des europäischen Projekts ist. Was ist der Unterschied vom europäischen Projekt zu den Vereinigten Staaten von Amerika? Weil an das spielt das ja an. Und was haben die gemacht? Das ist die USA. Man, das alte europäische Projekt. Europäische Einwanderer sind hin, haben mit Gewalt Territorium genommen, haben es in einen blutigen Krieg, in einen blutigen Bürgerkrieg geeint und haben eine Nation gebildet. In jedem Punkt ist das europäische Projekt das Gegenteil. Ja? Wir haben Territorium durch freiwilligen Beitritt und Verträge auf der Basis der Menschenrechte. Ja? Wir haben das als Friedensprojekt und wir bauen auf das avantgardistische Projekt eines ersten Kontinents ohne Nationen. Das ist das neue europäische Projekt. USA ist retro und deswegen finde ich es schön, wenn Sie sich weiter mit dem europäischen Projekt beschäftigen. Danke.